Hallo Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Ja, es war jetzt schon ungefähr einen Monat her, seitdem ich mein letztes Video gemacht habe. Da habe ich mich auch etwas verbessert, würde ich sagen. Ich bin jetzt schon im Kristall 1, wie ihr sehen könnt, da oben. Ich bin jetzt auch schon Level 89. Ja, bald bin ich mit diesem Level, hoffe ich. Erstmal gucke ich kurz, was geschrieben wurde und ob ein Replay da war. Nein. Ja, ihr seht, im Moment stimmt es auch. Ja, mit dem Loot, was ich alles gerade da habe. Ja, meine Truppen sind gerade fertig. Mal gucken, ob ich hier noch einen guten Angriff habe. Nein, die taugen alle nicht. Jetzt zeige ich den Angriff auf Empire Warrior jetzt gleich nochmal nach dem Klangkrieg. Genau. ja, wir sind gerade beim Verlieren, sag ich mal. wir sind zumindest in Rückstand geraten im Moment. Ja, die Gegner führen mit 24 zu 18. Ja, und es gab jetzt ein neues Update, sag ich jetzt mal, wo man jetzt auch im Clankrieg das einsehen kann. Also die Truppen, die man hat. Ja, und gleich ein Live-Angriff von Boom auf die letzte Nummer ergriffen mit 10 Drachen, der Klamok, wo wahrscheinlich auch ein Drache drin ist, den Barbarenkönig an und 3 Blitzzauber Level 4. Ich bin gespannt, wann er seine Truppen setzt. Ja. So, go. Er setzt die Luftabwehr. Es ist die Blitzzauber auf die Luftabwehr neben dem Luftweger, also auch neben dem Rathaus. Die Base ist also von den Mauern her besser als meine, aber sonst bin ich besser von den Upgrades, würde ich eher sagen. Gibt eure Meinung zu dieser kleinen Kriegsbase gerne ab. Ja. Und wenn ihr noch andere Spieleideen übrigens dazu habt, was ich mal austesten könnte oder so, ja, dann könnt ihr die auch ruhig äußern. Ja. Aber ich werde jetzt erstmal dabei sein, ja, damit fertig zu werden mit Clash of Clans und ja, eventuell noch Agar und so weiter. Ja, ich werde dann erstmal die Spiele, die ich jetzt am meisten spielen werde, aber ja, wird ein Lockcraft Freestar, würde ich sagen. Ja, wir wissen, glaube ich, wie es ausgeht, er hat noch genug Zeit. Ja, hier hinten hat er noch den Tesla stehen in den Ecken, aber das ist nicht Bedeutung. So, ich denke, wir müssen uns den Angriff nicht weiter anschauen, weil wir wissen, ja, wie es ausgeht. Hier, wir gucken uns hier nochmal schnell das an. Hier, das ist das neue Update gewesen. Hier die Spielbalance. Ich werde es hier mal so jetzt zeigen, weil ich keinen Bock habe, das vorzulesen. Ich werde es lange genug draufhalten, damit es in Ruhe lesen könnt. Ich werde von unten nach oben anfangen. Go. Gehe ich weiter hoch. Also es gibt einen neuen Blitzzauber für 4, der Giftzauber wurde stärker gemacht, der Erdbebenzauber auch. Ja, ich gehe noch ein bisschen weiter hoch. Ja, Clashcon ist auch bald, ne? Am 24. Oktober in Helsinki. Also wer Bock hat, kann da hingehen. Ich werde da nicht sein. Ja. Ja, und es gibt jetzt auch ein neues Mauerndesign für Level 11. Hier kann man das nochmal schön sehen. Ich weiß nicht genau, was das sein soll, aber Gift oder Lava oder so ein Zeug. Ich würde sagen, wenn... Ah ja, und ihr könnt jetzt hier nochmal alles sehen, was ich gerade neu gemacht habe. Ich habe noch nicht viel gemacht, weil die Kriegsstände sind ein bisschen hochgegangen, ja. Aber sonst, ich mach kurz einen kurzen Cut. Ich mache jetzt gleich einen kurzen Cut und wenn ich einen Gegner gefunden habe, dann geht's wieder los. So Leute, und ich habe da endlich meinen Gegner gefunden jetzt hier. Ja, ich habe leider vorher angegriffen und dann habe ich erst mitten im Angriff festgestellt, dass ich gar nicht mitnehme. Ja, was muss einem erstmal passieren? Da habe ich mir oben erstmal das Rathaus gesnackt. Ja, alles Mögliche, ne? Ich habe mir die Bases gesucht, weil da nur Dunkles und Gold dabei ist. Das
Elixier habe ich im Moment eigentlich zu Genüge. Da brauche ich im Moment nichts Neues im Moment mehr. Natürlich, Elixier ist immer gut und schön. Aber ja. Ja, da habe ich erstmal mit GoWipe angegriffen hier. Bei GoWipe, ich habe nur noch im Moment mit GoWipe an. Ich kann sagen, es war sehr knapp. Das ist alles, was ich erstmal zu diesem Video jetzt hier sage. Ja. Aber statt selbst hier habe ich erstmal einen Wut- und einen Heilzauber aufgehauen. Ja. Dann habe ich den Barbarenkönig aus Versehen gezündet, weil ich nicht wusste, ob ich den schon wirklich, ja, gesetzt habe. Habe ich erstmal mit das Dunkle geholt, ja, war sofort bei mir. Hier dann zu dem Gold, da lief noch alles perfekt. So, ne? Ich werde jetzt erstmal doppelte Geschwindigkeit nehmen. Vierfache, ja, ich sag schon mal, wenn euch das Video gefallen hat, dann liken und abonnieren nicht vergessen. Ja, ich würde sagen, das war's von